Salve a tutti. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Freitag, der 3. Juli, und wir haben 18:02 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip hier beginne. Sie werden sich vielleicht wundern, dass ich das immer sage, ja, aber ich muss das sagen. Es gibt genaue Anforderungen vom Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen, und das gehört dazu. So, ihr Helden von der Trading Front, das ist der DAX. Ich habe genau das gemacht, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich habe überhaupt nicht gehandelt. Ich fand den und finde ihn nach wie vor irgendwie ungreifbar. Für Daytrader ist das mit Sicherheit eine schöne Geschichte, aber ich bezeichne mich selbst nicht als Daytrader. Wenn ich einen Daytrade mache, ist es eher zufällig, ja, weil ich irgendwas gehe oder verkauft habe und das reagiert dementsprechend in die von mir gewünschte Richtung, und zwar relativ schnell. Ansonsten habe ich damit nichts zu tun. Ich war in E.ON, Wirecard, Commerzbank, TUI und in Hugo Boss. Ja. Aber ich sage es ganz ehrlich, auch für die nächsten Tage, ich habe hier keinen View. Das heißt, wer sich Zeit sparen will und vielleicht bei einer Kollegin gucken will, der kann jetzt schon ausmachen, weil ich werde euch zwar Scheine nennen, aber eine echte Meinung, und ich finde, das kann man auch ruhig mal zugeben, die habe ich nicht. Ich habe gerne Meinung, ich habe keine Angst, sie zu publizieren, aber ich habe keine. Gucken wir uns das mal an. Der Herr, wie hieß er von Herrn Hoppenstedt? Gab es mal früher, gab es einen älteren Herrn, ich komme nicht mehr auf den Namen. Der hat dann immer gesagt, schauen wir es uns im Schaubild an. Und das ist der Chart. Der Name fällt mir noch ein. So, das ist also die Mühle hier. Eine Kerze, ein Tag. Ich habe diesen Trend hier eingezogen, weil der eine oder andere hat mir geschrieben, ziehen Sie doch den Trend ein, verbinden Sie ihn über die tiefsten Kurse. Okay, wenn ihr das haben wollt. Ich gucke nicht so drauf. Dieser Trend ist am Montag, wenn ich ihn richtig ziehe, bei 12.413. Wir waren hier schon mal drunter und sind dann mit so einer Art Hammer, obwohl es kein Hammer ist, dann wieder hoch. Ich mache es mal ein bisschen größer noch, damit man es besser sieht. So, das ist der Trend. Wie gesagt, 12.412 am Montag. Ja, gut, schaut sich an. So, das ist also dieser Trend. Darüber hinaus habe ich die Fibos angelegt. Ja, hier ist momentan nichts. Die Bänder, das finde ich hochinteressant, die Bänder sind sehr, sehr eng. Das sind nur noch 900 Punkte zwischen dem unteren und dem oberen. Hier waren es mal 800, ja, und hier natürlich definitiv noch weniger. Aber es ist schon wieder sehr eng. Wir haben eine Seitwärtsphase seit dem 16. Juni. Deswegen funktioniert auch der Trendfolger MACD momentan nicht so gut. Er funktioniert recht gut im 4- und 1-Stunden-Bereich, aber nicht im Tagesbereich. Die Stochastik als Oszillator gilt noch nicht als überkauft, noch nicht mal als hoch. Also für mich ist die 70 nicht hoch. Da ist keinerlei Signal. Sie sehen die schwarze Linie. Erst wenn es über 80 geht, gilt es als überkauft. Aber erst wenn es dann wieder darunter geht, so wie wir das hier hatten, gibt es dann Verkaufssignale. Also hier ist nichts, MACD ist nichts, die Bänder super eng, und es kann auch ein bisschen weitergehen. Ich werde mich für die nächste Woche daran, wenn ich überhaupt was im Index mache, daran halten, gehen wir ober und schließen wir oberhalb des oberen Bandes, dann würden wir nämlich auch dieses Hoch hier rausnehmen bei 12.913. Das wäre für mich positiv. Oder schließen wir nicht hier drunter, sondern unterhalb des unteren Bandes, das liegt momentan bei 11.885. Dann sehe ich die Reise eher nach unten. Was anderes fällt mir hier momentan nicht ein. Es kann natürlich jeden Tag irgendein Signal kommen, aber ich habe heute hier und jetzt keins. Für die Geschichte, dass der Markt weiter hochgeht, habe ich einen Schein, der momentan einen 15er-Hebel hat. Mir wurde gesagt, letztes Mal, die Hebel seien zu hoch. Ich finde 15 jetzt nicht besonders hoch, aber also der ist jetzt geringer als das, was ich letzte Woche hatte. Aber das ist ein Schein von Goldman Sachs, ein Open-End-Schein mit der Basis 11.701. Da sind wir also unterhalb des unteren Bands. Ich orientiere mich jetzt hier nicht an diesem vorletzten Verlaufstief. 11.701, und das ist die Kennnummer GC6UGN. Gustav Cäsar 6, Unsinn Gustav Nordpol. Das ist der Call. Gucken wir mal auf den Put. Ich möchte den Put nicht hier direkt oben drüber setzen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu knapp. Ja. 13.300 bzw. 13.376 ist hier auch ein 15er Hebel. 13.376, da sind wir hier, da. Ja, das geht.
Das kann man machen, das ist in Ordnung. Da sind wir hier in diesem Feld, wo es noch das mehr oder weniger letzte Gap gibt von der Abwärtsbewegung. Das kann man aber machen. Allerdings stoppen muss man den schon früher. Stoppen sollte man den meines Erachtens nach hier so im Bereich 13.170. Aber der Schein an sich ist okay. Unlimitierter Open-End-Schein von Goldman, 13.376er Put mit der Kennnummer GB9, Gustav Bertha 9, Paula Xantippe Richard, PXR. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute und bleibt gesund. Bye bye.